Manchmal gelingt dir der eine super leckere Espresso und dann beim nächsten Mal ist es irgendwie eine Brühe aus sauer, bitter und alles irgendwie gleich und du weißt nicht, woran es liegt. Dann hast du wirklich Probleme mit Channeling. Alles, was du zum Thema wissen musst, schauen wir uns jetzt an und zum Schluss gibt es noch die Lösung, wie du Channeling auch nachhaltig verhinderst. Los geht's! Was ist denn nun genau Channeling? Damit ist gemeint, dass sich dein Brühwasser von der Espressomaschine durch deinen vorbereiteten Kaffeekuchen einen einfacheren Weg sucht, also einen Tunnel gräbt, ergo Channeling. Du hast also irgendwie in deinem Kuchen eine Schwachstelle. Das kann sein, dass du einen Hohlraum hast, eine Stelle, wo du nicht richtig getampt hast, vielleicht hast du altes Kaffeepulver oder vielleicht war am Anfang noch ein Tropfen Wasser mit drin, der dann wiederum zu einem Tunnel geführt hat. Das Problem von dem Ganzen? Im ersten Moment hört es sich irgendwie nicht so schlimm an, aber wenn wir uns das mal anschauen, haben wir irgendwo in unserem Kaffeekuchen ein Loch, ein Tunnel. Wir bauen jetzt langsam, wenn wir die Extraktion starten an unserer Espressomaschine, bauen wir jetzt langsam Druck auf. Wir lassen Wasser in unser Sieb. Das Ganze wird mit Wasser gefüllt. 9 Bar Druck baut sich auf. Und die 9 Bar, die suchen sich jetzt den Weg des geringsten Widerstands über deinen Kaffeekuchen nach unten. Und wenn du irgendwo ein Loch hast, dann führt das halt dazu, dass bei diesem Loch praktisch alles von diesem Wasser durch dieses Loch schießt, also den Tunnel nimmt und dort lokal den Kaffee total ausschwemmt. Das heißt, wir haben dort alles, was nur irgendwie lösbar ist, aus diesem Kaffeekuchen rausgelöst. Das schmeckt dann super wässrig und super bitter, also eine Überextraktion. Und der Rest von deinem Kaffeekuchen, der hat auch so ein bisschen extrahiert, aber natürlich nicht so fest wie der Tunnel, wie der Channel selber. Das heißt, dort haben wir vor allem die sauren Komponenten aus dem Kaffee gelöst, eine Unterextraktion gemacht und wir schmeißen dann eigentlich ziemlich frisches Kaffeepulver, das gar nicht so richtig gebrüht wurde, einmal weg. Wenn wir jetzt diese zwei Komponenten zusammenleeren, super überextrahiert, wässrig und bitter und super stark, extrem sauer, das schmeckt halt wirklich nicht so gut und ist weit entfernt von der gelungenen Espresso-Extraktion. Wie erkennst du jetzt, ob du Channeling hast oder nicht? Einerseits natürlich am Geschmack, wie vorhin beschrieben. Andererseits kannst du auch darauf achten, ob die linke und die rechte Tasse gleich ausschauen und auch gleich schmecken. Wenn du zum Beispiel links und rechts nicht das gleiche Füllniveau hast, nicht die gleiche Farbe oder auch nicht die gleiche Zeit von der Extraktion, wenn links und rechts früher oder später Espresso rauskommt, dann kann das ein Zeichen für Channeling sein. Es gibt auch Tools wie hier den bodenlosen Siebträger. Wir können hier einmal unten auf unsere Extraktion schauen und wir sehen jetzt hier wirklich ziemlich schnell, ob wir Channeling haben oder nicht, weil es beim bodenlosen Siebträger unkontrolliert rausspritzt oder aber auf einer Seite zuerst Kaffee rauskommt und das ist ein Zeichen dafür, dass dein Kaffeekuchen links und rechts vielleicht nicht gleich getammt, nicht gleich verteilt ist und du bei deiner Packprep mehr Zeit investieren solltest. Ein weiteres Indiz für Channeling ist, wenn du jetzt deinen Kuchen ausspannst und dir wirklich genau den Kaffeekuchen anschaust. Manchmal gibt es in der Mitte Channels. Oft kommen die in Kombination auch mit einem schlammigen, mit einem wässrigen Kuchen. Dort vielleicht die Dosierung ein bisschen erhöhen. Oder oftmals sehen wir Channels auch am Seitenrand vom Sieb. Also wirklich dort, wo das Kaffeepulver nicht so richtig angedrückt wurde. Liegt oftmals an einem Tamper, der entweder zu klein ist oder an einem Sieb, das vorher nicht richtig ausgewischt wurde. Jetzt haben wir erkannt, dass wir Channeling-Probleme haben, aber wie verhinderst du jetzt, welche Tipps helfen dir dabei, Channeling zu verhindern? Einerseits, einer der wohl wichtigsten Faktoren ist, wenn du altes Kaffeepulver, alte Kaffeebohnen verwendest. Wenn dein Kaffee schon 5-6 Monate her geröstet ist oder wenn deine Kaffeepackung bereits 2-3 Wochen offen ist, dann kann es wirklich sein, dass du fast keine Chance mehr hast, Channeling wegzubekommen. Einzige Lösung, frischeren Kaffee, frischer gerösteten Kaffee zu verwenden.
dort ist es wesentlich einfacher, eine gute Extraktion hinzubekommen. Ein weiterer Tipp, die richtige Kombi aus Sieb und Tamper zu verwenden, damit wirklich dein Kaffeekuchen bis nach außen angedrückt ist und dass du auf dem Rand außen keine Chance hast für Channels. Was auch möglich ist, dass du nicht genügend Kaffeepulver in deinem Sieb hattest. Hier entweder Kaffeedosierung erhöhen, wenn du zu wenig drin hast, dann führt das zu einem schlammigen Pack, das ist ein Zeichen für zu wenig Pulver. Aber es kann auch unter Umständen sein, dass wenn du mehr Pulver verwendest, dir dein Espresso zu stark wird. Das heißt, das könnte auch eine Lösung sein, wenn du einfach ein kleineres Sieb verwendest mit der kleineren Höhe, also einem kleineren Füllvolumen. Der letzte Punkt zum Channeling, wenn du vorhin deinen Siebträger nicht sauber richtig ausgewischt hast, wenn der nicht trocken war, wenn der vielleicht noch altes Kaffeepulver drin hatte oder wenn der nicht richtig eingespannt war, wenn er kalt war, auch das kann unter Umständen zu Channeling führen. Channeling schmeckt echt nicht besonders gut und das große Problem, es schmeckt von Tasse zu Tasse immer anders und du weißt nicht, was du verstellen musst. Wenn du das Thema also in den Griff bekommst, hebst du deine Espresso-Brühung echt aufs nächste Level. Wohl der wichtigste Faktor nebst der Pack-Prep ist die Wahl von dem richtigen Sieb zum richtigen Tamper. Dazu haben wir dir ein tolles Video gemacht und alles, was du über die Kombi aus Tamper und Sieb wissen musst, hier zusammengefasst.